die neue. Moment, kann ich jetzt gleich genau sagen? So, Forschung. Selbstfahrlafetten M37. Von den Amis. Ja. Aber erst muss ich meine andere verkaufen. M37, was hat er denn was Schönes? 105 mm Geschütz. Obwohl, warte mal, abbrechen. Ach, was kostet die eigentlich? 47. 1000? Ja. Huh. Ich hätte, ich kann ja aber leider nichts senden. Ja, ich finde es schade um die Mannschaft, die ist jetzt bei 60%. Kann man nichts machen. Egal, weg damit. Ja, wie man sieht, ich bin schon wieder fleißig im Einkaufen. USA. M37 habe ich gesagt, ne? Ja. Naja, Sichtweite 400 Meter, das ist in Ordnung. 500 Meter schießen sie meistens. Ist das ein hässliches Ding? Du wirst es hassen. 4 Schuss pro Minute, nicht mal ganz. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich nur 30 Schuss mitnehme. Ja. Hier kostet Premium-Schuss, Hohlladungsgeschoss, ja, 7 Gold pro Schuss. Boah. Ja, ich kaufe hier nur die billige Munition. Würde man mal was mitnehmen und ab. Nee, das ist mir zu teuer. Oh, du kommst gerade Ein abgehackt an. Schwein im Kosten. Du bist gerade abgehackt. Sag nochmal was. Mike, du leckst gerade Ja, du bei mir extrem. auch. Aufnahme mal kurz unterbrechen. So, Aufnahme Weiter. wieder gestartet. Ja, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Das passiert schon mal. Muss ab und zu mal sein. Oh, das andere ist gut beteamt. Ja, wird interessant. Oh, sind es 6 und 7er Panzer? Ich glaube schon. 7, naja. 6 und 7er, ja. Wir mit Dreier. Na toll. Die anderen haben nicht mal 3er Panzer. Nee. Ich bin begeistert. Ja, Game richtig unfair. Oh Mann, was ist das ein hässlicher Panzer? Extrem. Ja, ich stelle mich hier vor neben dich. Vielleicht kommt ja was über die Kuppe. Hey, da unten gibt's Futter für mich. Ja. Oh, der ging daneben. Oh mein Gott, hat der Der ist eine ewige. abgeprallt. Was ist das denn für eine Abgeprallt. Ladezeit, ey? 3,76 Schuss pro Minute. Ich hab's nachgesehen. Ich hab dir doch gesagt, du wirst es hassen. Und wir werden gerade ordentlich ausgerusht. One hit. Ja, der Viererpanzer da unten hat mich getroffen. Ich werde mal nach hier oben gehen. Mal gucken, vielleicht. Ah. Ach, so weit kann ich noch nicht mal schießen, ey. Ist ja scheiße. Egal, die lange Nachladezeit kann ich gucken, wo ich hingehe. Oh, ich glaube, ich bin jetzt gleich tot. Nee, bist schon aus dem Schussfeld. Okay, das war's. Zurück in die Ja, Garage. Panzer hat dich erwischt. Ja.
von weiter weg. Der ist nicht mal im Sichtfeld. Also ich nehme definitiv jetzt ein anderes Fahrzeug. Irgendwie ist der scheiße. Verständlich. Ich glaube, ich fahre nochmal eine Runde mit meinen Lux, oder? Ne, mit dem hier. Mal gucken. M2 MT? Ja, ich glaube, ich nehme den M2 MT. Ja, dann nehme ich den auch. Ich kann nochmal gucken, ob ich noch was forschen kann. Oh, 4000 Erfahrung noch. Okay. Fahren wir zusammen mit einem M2. Ja, warum nicht? Jetzt mal was Neues. Hast du die 76mm montiert? Ich glaube ja. Ja, du hast die kurze oben, ich sehe es gerade. Ich bin noch nicht im Spiel. Bei mir ist durch Fraps und Skype ein bisschen länger. Aber meistens bin ich schon in den letzten 10 Sekunden da. Ja, die hat am meisten Wumms. Finde ich zumindest. Ja, fahren wir in die Stadt, oder? Die ist zum Nahkampf nicht schlecht. Ja. Wo stehst du eigentlich? Ach, da hinten. Ja, fahren wir da von meiner Sicht geradeaus zu dem hohen Turm. Ja, weiter hinten. Hast du die noch T1 Panzer rumstehen? Nein, leider nicht. Hast du ich habe nur noch einen Zweier und das ist meine Su-18. Okay. Der Rest ist alles Dreier. Ja, ich habe ja die Deutschen und die Amis jetzt angefangen. Die Franzosen werde ich nicht spielen, die haben zwar guten Wumms, aber ich habe in den Foren auch gelesen, dass die sehr, also für meinen Spielstil nicht wirklich vorteilhaft sind. Ja, was ich festgestellt habe, die 70 oder 90 mm Geschosse, wie sie die Franzosen dann haben, haben zwar ordentlich Rums, aber auf Entfernung kannst du komplett vergessen. Ja, vor allem, die halten auf Nahkampf nichts aus, also was man hier Nahkampf nennen kann, ja. Oh, lad dich nach. Ich sitz fest. Volltreffer. Volltreffer. Jetzt hat's mich gleich. Ich bin tot. Ah, der versteckt sich. Ich krieg nicht rein. Also das war absolut scheiße für mich. Ah, toll, der Hetzer versteckt sich. Hinter mir ist Fels. Na toll. Stell dich da hinter meinem Panzer. Ja, jetzt kommt der Hetzer, glaube ich, raus. Jo. Da, M3 Stuart, direkt vor deiner Nase. 5%. Der fährt vor. Um die Ecke kommen. Ja, ein kleines Stück muss er noch. Nee, du musst ein Stück vorfahren. Sonst bist du jetzt tot. Du bist tot. Nein, bin ich nicht. Ah, jetzt hat er geschossen, jetzt schieß ich. GZ. Deiner. Der M3 da hinten ist vorhin, nicht M3, Hetzer. Ja, der Hetzer schießt nur auf dich. Aber der trifft dich nicht. Ich ihn aber auch nicht. Keine Chance. Nee. Das Blöde ist, wenn ich jetzt wegfahre und verschwinden will, dann hat er mich. Ja, definitiv. Hinter dir schiebt der B1 den kaputten Panzer nach vorne. Ja, ich bin auf jeden Fall außer Schussreichweite vom Hetzer. Tut sich sehr schwer. Das ist natürlich auch mal eine tolle Taktik hier. Ja, der B1 hat 400 Life. Der steckt gut was weg.
Der hat aber nur noch 11%. Na toll. Ich